Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt als genau. Zum Thema. Immer wieder werde ich gefragt, Andreas, was für Nahrungsergänzung nutzt du? Ganz einfach. Und zwar folgende. Ich habe grundsätzlich nicht immer Nahrungsergänzung am Start, aber sehr oft. Weil ich natürlich auch viel ableisten muss, viel Training habe. Somit habe ich natürlich auch Bedarf an Nahrungsergänzung, weil es manchmal eben nicht ganz so einfach ist, alles in seine Ernährung einzubauen, alles in seine einzelne Mahlzeiten einzubauen. Habe ich auch mal, beziehungsweise nutze ich natürlich schon Nahrungsergänzungen. Und ich habe grundsätzlich immer ein Whey-Protein oder ein All-in-One, ein Post-Workout-Shake nach dem Training. Wenn dann Whey, dann auch eine Banane zu. Wenn ich gerade in der Shooting-Vorbereitung bin, in letzter Endform, um trocken zu werden, eine gute Form abzuliefern, dann habe ich keine Banane mehr, dann trinke ich nur ein Whey. Vor dem Training nehme ich oftmals Arginin und Kreatin. Und Arginin, Kreatin, was haben wir noch drin? Ah ja, Guarana, Grüntee-Extrakt, flüssige Form. Die habe ich an hier mal statt. Dann, wenn es in der Endphase zugeht, ich natürlich die Kohlenhydrate relativ weit runtergeschraubt habe, um natürlich den Top-Defi für Bilder zu machen. Dann habe ich noch BCAAs in flüssiger Form am Start. Mit Taurin noch mit dabei. Dann nutze ich ab und an Beta-Alanin, je nachdem, wenn ich natürlich mit entsprechender Intensitätstechnik arbeite. Arginin mit Ketoglutarat, Alpha-Ketoglutarat nutze ich oft, dann auch natürlich dann, wenn ich entsprechend hochintensive Trainingseinheiten habe, in so einer Shooting-Vorbereitung bin oder auch in einer Wettkampfvorbereitung. Und was habe ich noch? Jetzt wird es eng. Ja, Zink habe ich noch ab und zu. Zink, Zink, Zink. Lass mich mal legen, was habe ich noch? BCAAs habe ich schon gesagt, auch in Kapselform. Ja. Und im Spätjahr, so, wenn es der Kühlwetter umstellt, da habe ich natürlich auch mal Glutamin für das Immunsystem. Dann führe ich ein bisschen mehr Glutamin zu, auch in der Endphase, wenn ich die Energieträger relativ weit runtergefahren habe, nutze ich auch ein bisschen mehr Glutamin. Ja, und das war es eigentlich schon, nichts Besonderes. Und dann auch noch zur Frage, was gibt es Neues? Gibt es ein neues, besonderes Präparat, das man unbedingt wissen muss? Gibt es nicht. Es ist auch so, es wurde in den letzten Jahren jetzt nichts großartig Neues erfunden. Das Rad wird auch nicht nochmal neu erfunden. Das sind vielleicht hier und da kleine Optimierungen, ob die dann tatsächlich letztendlich das Maß der Dinge sind, um zu sagen, ich muss es unbedingt benutzen, ist dahingestellt. Grundsätzlich kennt ihr meine Aussage. Anständiges Training mit allen Trainingstechniken, entsprechende Ernährungsweise, die zu 100% passt und dann die guten Nahrungsergänzungen, die Sinn macht, das ist okay. Aber wie gesagt, so was ganz Neues auf dem Markt, was man unbedingt haben muss, gibt es nicht. Klar, gibt es einen oder anderen Hersteller, der natürlich hier Werbung macht, der natürlich das Wundermittel anpreist, was man jetzt unbedingt haben muss. Warum? Die müssen Umsatz machen. Logischerweise, die müssen natürlich ihre Mitarbeiter bezahlen. Die müssen ihre Zeitungen und ihre ganzen Werbeartikel und ihre ganzen Merchandise-Artikel und ihre ganzen Athleten, die sie bezahlen, betreuen, sponsern, die müssen alles bezahlt werden. Und somit muss man halt hier und da schon mal eine gute Marketing-Aussage raushauen, die nicht immer unbedingt ehrlich ist und dazu beiträgt, dass ihr mit den wichtigsten Infos versorgt werdet. Aber das wisst ihr ja selber schon. Das war's schon. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt als... Bis dann!